für einen Monat sitze ich schon daheim vom Fernsehschauen. Ist mein Bier völlig lahm, ich spring auf und wieder raus durch die geschlossene Eingangstür. Weil ich will zu meinem Wirten auf ein Gulasch und ein Bier. Der Nachbar schreit, sie Corona-Ignorant, ich sag sie an. Wo ist ihr Baby-Elefant? Ich denk mir, Alter, was will denn der von mir? Ich will zu meinem Wirten auf ein Gulasch und ein Bier. Ich komm mir vor wie in einem schlechten Horrorfilm. Ich sehe nur Masken ohne Hirn und ohne Bühne. So ein Zombie trat sie fragend um nach mir. Ich will zu meinem Wirten auf ein Gulasch und ein Bier. Bei meinem Wirten da ist Leiland, da fühl ich mich daheim. Normal sind meine Freunde und ich bin nicht allein. Bei ihm brauch ich keine Masken, weil das tut niemand stiert. Wenn man allein am großen Tisch sitzt und nur ein Selbstgespräch führt. Noch 20 Minuten hab ich das Beißel erreicht. Ich hab einen Durst, dass die Hälfte reicht. Doch komm ich drauf, ich steh vor einer geschlossenen Tür. Ich will zu meinem Wirten auf ein Gulasch und ein Bier. Noch 15 Beißeln, wie ein Narisch, aber wie auf jeder Tür. Steck geschlossen wegen Pandemie, für mich ist das kein Leben. Ich bin verzweifelt über Bier. Weil ich will zu meinem Wirten auf ein Gulasch und ein Bier. Bei meinem Wirten da ist Leiland, da fühl ich mich daheim. Normal sind meine Freunde und ich bin nicht allein. Bei ihm brauch ich keine Masken, weil das tut niemand stiert. Wenn man allein am großen Tisch sitzt und nur ein Selbstgespräch führt. Mein Plan, ich mach jetzt bei mir ein Gulasch hinten auf, wo ich unheimlich mit meinen Haaren das auch alles so hoch zwar zu. Ein guter Tipp von mir. Kommt alle immer hinten auf ein Gulasch und ein Bier. Kommt alle immer hinten auf ein Gulasch und ein Bier. Kommt alle immer hinten auf ein Gulasch und ein Bier.